Also ich heiße Britta Vogt, ich bin Altenpflegerin und arbeite in der häuslichen Krankenpflege, bin 50 Jahre alt und habe 4 Kinder. ja, ich nutze Facebook, AOL habe ich, Online-Banking sowieso und sonst eigentlich nichts. WhatsApp auch, ja, aber es ist ja übers Handy dann. Ein Handy habe ich seit... Also die kleinen Handys, muss man ja so sagen. Ich habe mal angefangen mit C-Netz. 1990 war das, glaube ich, im Auto ein Riesenkasten mit Hörer. Und die normalen Handys eigentlich gleich danach, so wie die rauskamen, hat man die immer neu gekauft. Irgendwann dann auch ein Touch-Handy eben. Also ich probiere dran zu bleiben. Also am Anfang war es so, ich habe in der Gastronomie gearbeitet und war viel in Berlin unterwegs. Und kenne mich da nicht so doll aus, also musste ich immer erreichbar sein und irgendwie auch zu den Orten finden, wo ich hin wollte. Und das war so das mit dem C-Netz, diese großen Telefone. Und jetzt ist es einfach so, ich möchte durch meine Tochter schon dranbleiben, um sie nicht zu überwachen, so kann man es nicht sagen, aber um einfach zu gucken, was macht die, wie macht die das, wo führt es hin. Also ich habe ein Profil bei Facebook, um einfach rauszufinden, was meine kleine Tochter da macht. Wenn ich mit ihr befreundet bin, wird ja ganz viel auch auf mein Profil gepostet, so dass ich Einblick habe, was sie macht eigentlich. Für mich selbst ist es eigentlich nicht so wichtig. Ich habe zwar Arbeitskollegen, mit denen ich mich ab und an mal schreibe, aber ansonsten nicht. Ich habe bei Facebook eigentlich nur ungefähr 4 Bilder drin von meinen Kindern, die alle selbst bei Facebook angemeldet sind. Also es ist ja, eigentlich nur ein Familienfoto in verschiedenen Ausführungen, mehr nicht. Also eigentlich ist es ganz viel mit den Arbeitskollegen, weil in der häuslichen Krankenpflege sind wir ja immer unterwegs. Und über WhatsApp kann man eben auch Sprachnachrichten schicken. Im Auto kann ich ja nicht schreiben. Und ja, meine Tochter eben. Ne? Und wenn sie von der Schule kommt, sagt sie Bescheid, ob der Bus fährt, ob er nicht fährt, dass wir uns da absprechen können. Das ist eigentlich mehr geworden, weil man es natürlich auch einfacher hat, sich untereinander zu verständigen. Man ruft sich nicht mehr so oft an, man schickt eine Nachricht, es ist ja egal, wann der andere die liest, er antwortet ja. Also da ich ja verschiedene Altersklassen an Kindern habe, die Großen sind 30 Jahre alt, die nutzen genauso nur WhatsApp und Telefon, aber die Kleine, die ist 14, und die ist eigentlich schon online, wenn sie die Augen aufmacht und eigentlich immer noch online, wenn sie sie wieder zumacht. Den ganzen Tag ist WhatsApp an, auf jeden Fall. Und bei Facebook schreiben sie sich dann verschiedene Sachen, wo sie hinfahren. Vanessa hat auch noch einen Video-Account bei YouTube und der wird aber auch, also ich muss das absegnen, damit sie das da reinstellen kann. Sie zeigt mir das auch alles, hoffe ich. Also ich gehe davon aus, dass sie mir alles zeigt vorher, bevor sie es hochleben. Ja, da reden wir schon drüber. Weil mittlerweile hat sie mir Nachrichten über WhatsApp geschickt, während des Unterrichts. An der Uhrzeit sieht man es ja. Und sie macht dann auch Mitschnitte von den Lehrern und schickt mir die mitten im Unterricht. Und das geht nicht. Ne? Das möchte ich eben nicht. Ansonsten, es ist halt viel, dass die Kinder sich untereinander schreiben. Und da bleiben andere Sachen auch liegen. Ne? Also ich muss manchmal schon sagen, nach der Schule bleibt das Handy 2 Stunden liegen, damit erst die Hausaufgaben gemacht werden. Ansonsten schreiben die sich die Lösungen hin und her und dann sind es keine Hausaufgaben mehr. Also ich mache das Handy sowieso im Urlaub aus und wenn ich Feierabend habe. Weil meine Kollegen, die machen immer Übergaben, wenn ich schon Feierabend habe. Und da können die auch Zettel schreiben, das geht auch ganz gut. Also ich habe es jetzt schon bei Vanessa mitbekommen. Vanessa, ihr Facebook-Account wurde gehackt und dann wurden Nachrichten an andere Kinder eben verschickt. Naja, richtig anzügliche Nachrichten und auch richtig gemeine Nachrichten. Wir haben dann einem geschrieben, dass sie das nicht war, aber das löst erstmal eine ganz große Welle aus unter den Kindern. Ne? Die beschimpfen sich dann gegenseitig ganz toll. Das konnte geklärt werden. Aber über WhatsApp beschimpfen die sich auch ganz doll, weil sie sich eben nicht gegenüberstehen. Ne? Das ist schon ein ganz großes Thema.
Nee, also wir haben den Account gelöscht und haben einen neuen Account angelegt und dann eben so gesichert, dass im Prinzip nichts, also man sieht nur als Freund was, keine anderen Leute. Also ich denke, dass sie besser geschützt sein müssten. Ne? Jeder, also es gibt sogar Anleitungen im Internet, wie man die Accounts hackt. Und so eine Sachen gehen halt gar nicht. Ne? Da können die Kinder ja richtig angegriffen werden. Wir auch, aber wir sind halt erwachsen. Ne? Also wir müssen uns darüber unterhalten, weil Vanessa diesen YouTube-Account hat. Und seitdem sie den hat, möchten natürlich irgendwelche Freundinnen mit ihr, also sie macht Musik und singt und die möchten dann mit ihr zusammen singen. Und dann muss sie eine Einverständniserklärung von den Eltern mitbringen, ansonsten veröffentlichen wir das nicht. Wir haben das gerade jetzt als Thema, sie hat noch nie ein anderes Kind mit drauf gehabt, aber jetzt gerade ist das erste Mal, wo sie das veröffentlichen möchten, da haben wir eine Einverständniserklärung. Für mich war es erstmal wichtig, über den Ort was zu erfahren, weil wir erst vor 6 Monaten hierher gezogen sind. Da habe ich mir dann die Seite angeguckt vom Ort hier direkt über meinstadt.de. Und ja, gut, andere Sachen eigentlich nicht so. Was so ringsherum passiert, interessiert mich halt nur, wenn wir irgendeine Veranstaltung mehr fürs Wochenende suchen. Ja, es geht natürlich viel schneller, es geht auch über Videotext, aber da sucht man ja lange und übers Internet gibt man halt ein, was man haben will. Ne? Mhm. Also ich habe keine Freunde da, die ich nicht selber kenne. Also es sind ja auch meistens nur Arbeitskollegen, Familie und die man früher auch aus der Schule kannte eben. Also ich kenne die alle persönlich, die da drin sind. Also Fernsehen auf jeden Fall. Nicht viel mehr als eine halbe Stunde am Tag, mehr schaffe ich nicht. Zeitung kriege ich 2-mal in der Woche, um einfach mal regional ein bisschen auf dem Laufenden zu sein. Radio läuft eigentlich ständig nebenbei, Musik im Auto ja auch. Meine Tochter hat ihr Handy selbst gekauft, weil sie nach einem halben Jahr wieder das neueste Modell haben wollte. Und wir haben eine Prepaid-Karte für beide, also für mich und für sie. Untereinander telefonieren wir kostenlos und ansonsten laden wir 15 Euro im Monat auf. Mehr nicht. Ne? Also so teuer ist es für uns nicht. Da ist eine SMS-Flat und eine Internet-Flat drin und das reicht eigentlich. Ja, das ist ganz einfach zu erklären. Also soziale Beziehungen, kann ich Ihnen ein Beispiel nennen. 4 Leute sitzen vor dem Fernseher und wollen eigentlich ein Video gucken und haben alle ein Handy in der Hand. Also im Prinzip hat man immer das Handy nebenbei, ne? Auch in meinem Alter. Es ist wirklich so, wir sitzen zu viert, wollen eigentlich einen Videoabend machen und jeder hat sein Handy und es klingelt auch andauernd. Also von der Seite her hat sich das, ist alles unpersönlicher geworden, finde ich. So die Geselligkeit geht verloren auch, ne? Man redet nicht mehr viel miteinander und die Kinder sind sogar schon so, dass sie nebeneinander sitzen und sie schreiben, damit ich es nicht höre. Das sind so eine Sache. Ja, also das hat ganz großen Einfluss, gerade auf die persönlichen Beziehungen, denke ich. Also es ist auf jeden Fall positiv, dass man seine Kinder immer erreichen kann und dass die uns auch erreichen können. Was ist noch positiv? Ja, eigentlich nichts weiter, muss man wirklich sagen. Nur, dass man sich untereinander erreichen kann, egal zu welcher Stunde eben. Ne? Sonst nichts.